Zweite Algorithmen-Entwurfsstrategie oder so ein Prinzip ist die sogenannte Greedy-Strategie. Greedy, das steht für gierig. Und was wir da versuchen, ist das Folgende. Auch da bauen wir schrittweise eine Lösung auf. Und in jedem Schritt, den wir haben oder den wir machen müssen, versuchen wir, eine größtmögliche Verbesserung zu erzielen. Also ich habe sozusagen, baue meine Lösung schrittweise auf, und wenn ich jetzt sozusagen dann den nächsten Auswahlschritt mache, habe ich vielleicht mehrere Alternativen und ich wähle jetzt die Alternative, wo ich den größtmöglichen Gewinn beispielsweise erhalte. Ganz einfaches Beispiel. Sie möchten Geld wechseln oder Sie möchten Münzen zurückgeben. Und zwar möchten Sie möglichst wenig Münzen abgeben. Ja, also im Sinne von, da zählen jetzt sozusagen alle Münzen gleich. Ja, also Sie möchten wenige Münzen abgeben, wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Betrag in Kleingeld ausgeben sollen. Von mir aus auch in Geldschein, je nachdem wie groß der Betrag ist. Und jetzt sagen wir mal, wir haben verfügbare Münzen, 50 Cent, 20 Cent, 10 Cent, 5 Cent, 2 Cent und 1 Cent. Und wir haben jetzt die Aufgabe, einen bestimmten Betrag zurückzugeben. Und was würde man da machen, wenn ich beispielsweise hier so 78 Cent, habe ich mir jetzt irgendwie überlegt, zurückgebe? Naja, ich wähle jetzt zunächst mal irgendwie die größte Münze, die kleiner ist als die 78. Ja, das wäre irgendwie die 50. Ja, dann habe ich noch 28 übrig. So, was ist die größte Münze, die kleiner ist als diese 28? Naja, ist die 20, also kommen die 20 noch mit zurück. Dann bleiben 8 übrig. Was ist die größte Münze, die kleiner ist als 8? Ja, das ist sozusagen genau diese Greedy-Strategie. Ja, möglichst die nächstgrößte Münze zu wählen. Das wäre in diesem Fall die 5. Dann bleiben 3 übrig. Da passt noch die 2 drunter. Dann haben wir nur noch einen übrig und wir geben 1 Cent zurück und sind fertig. Ja, das wäre so ein typisches Beispiel für so eine Greedy-Strategie. Genau, das habe ich gerade erläutert. Wir nehmen einmal die größte Münze unter dem Restwert, müsste da stehen, Zielwert habe ich jetzt hingeschrieben, und ziehe sie von diesem ab, verfahre derart, bis der Zielwert gleich 0, genau, das passt, und das wäre sozusagen irgendwie entsprechend der Algorithmus. Ja, hier hätten wir sozusagen eingepackt, so einen Test, was jetzt die größte Münze ist, die kleiner ist als dieser Restbetrag. Das wäre so ein Beispiel für so einen Greedy-Algorithmus. Das ist nicht ganz ungefährlich. Und zwar die Frage, ob das denn immer die bestmögliche Lösung ist. Ja, jetzt eben in dem Fall war das so. Aber jetzt stellen Sie sich mal das gleiche Beispiel vor. Wir haben einfach nur andere Münzbeträge. Wir haben einfach andere Münzen. Wir haben jetzt nicht mehr 50 bis 1 Cent, sondern wir haben jetzt Münzwertigkeiten. Meine erste Münze, die sei mal irgendwie 11. Ich schreibe mal E für Einheiten. Ja, irgendwie, was auch immer das jetzt ist. Ja, dann haben wir noch 5 und 1. Und ich möchte gerne 15 E zurückgeben. Ja, wie wird jetzt dieser Algorithmus funktionieren? Ja, Ziel ist ja, möglichst wenig Münzen zurückzugeben. Das, was wir gerade gemacht haben, naja, wir würden jetzt sozusagen einmal 11e zurückgeben. Das ist ja der kleinste Wert, der größte Wert, der kleiner ist als die 15. Ja, das heißt, es würde ein Rest von 4 verbleiben. Ja, die 4, na, da müssten wir jetzt, ne, die einzige Münze, die jetzt kleiner ist als diese 4, das ist das 1 Cent oder 1e. 1e, das heißt, wir würden 1e abgeben. Dann sind wir bei 3 Restbetrag, nochmal ein E. Dann sind wir bei 2, geben wir nochmal ein E ab. Bleiben wir bei einem und dann sind wir mit einem E fertig. Ja, und dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Münzen.
So, ich hatte aber verlangt, dass wir möglichst wenig Münzen zurückgeben. Ja, das geht natürlich hier bei 15e, indem ich beispielsweise 5e zurückgebe. Ja, dann bin ich bei 10e, dann gebe ich nochmal 5e, dann bin ich bei 5e und dann bin ich bei nochmal 5e und habe irgendwie 3 Münzen. Ja, was offensichtlich eine bessere Lösung ist als die, die wir gerade hier hatten. Ja, also dieser gierige Ansatz, das ist vielleicht auch so eine Lektion fürs Leben. Ja, so gierig zu sein führt nicht immer zum Optimum. Ja, und zwar kann das Folgende passieren. Stellen Sie sich vor, ganz plastisch, das ist so die Oberfläche unserer Welt. Dann kommen hier irgendwie so, hier ist irgendwie Osnabrück. Sagen wir mal, irgendwie hier ist Osnabrück. Ja, und wir möchten gerne auf den höchsten Punkt der Erde. Dann kommt hier vielleicht irgendwo, kommt mal der Teutoburger Wald, keine Wiengebirge. Irgendwann sind wir in den Alpen und irgendwann kommt dann der Himalaya. Ja? Da wollen wir eigentlich hin. Was passiert, wenn wir in Osnabrück loslaufen? Mit so einer Strategie. Ja, dann, wir wollen immer mehr. Das heißt, in diesem Falle, wir möchten irgendwie möglichst weit nach oben. Das heißt, wir würden sozusagen in der Umgebung gucken, wo gehe ich denn quasi nach bergoben oder berghoch. Ja, wenn ich irgendwie so ein Messgerät habe, was mir irgendwie die Höhe angibt, ja, möchte ich sozusagen immer stetig nach oben wachsen. Das heißt, wo wir uns verfangen würden, wäre irgendwie hier. Teutoburger Wald, keine Ahnung. Wie hoch ist der? Was ist der höchste Punkt? Weiß ich nicht. 300 Meter, 330, 340, ich weiß nicht ganz genau. Und wenn wir keine Strategie haben, dass wir da wieder runterkommen, dann kommen wir hier hinten nie an. Ja, wird uns nicht gelingen. Das heißt, diese Greedy-Strategie, die tendiert dazu, ich nenne das mal so, kann sich in einem lokalen Optimum verlaufen. Was heißt lokales Optimum? Lokales Optimum heißt, dass ich sozusagen in einer gewissen Umgebung, in einer gewissen lokalen Umgebung, ist das hier oben mein optimaler Wert. Aber global betrachtet, ja, ist das ja irgendwie nichts, ja, gegenüber dem Mount Everest da mit irgendwie 8800, ich glaube 48 Meter hat er. Das ist unser globales Optimum, jetzt bezogen auf die Weltkugel. Aber das Greedy mit dieser Strategie, wie ich das jetzt gerade sozusagen erläutert habe, das kann sich halt leicht hier verfangen in so einem lokalen Optimum. Das heißt, man muss sich dann schon genau überlegen, ist das, was ich da produziere, auch wirklich die optimale Lösung, wenn ich jetzt nach einer solchen strebe, und das tue ich häufig, ja, gerade bei so Optimierungsaufgaben, dann möchte ich immer irgendwie eine optimale Lösung haben, beispielsweise sowas wie ein kürzester Weg oder irgendwie geringste Kosten, wenn ich Maschinen auslasten möchte oder wenn ich ein Kommunikationsnetzwerk aufbaue, dann möchte ich halt immer eine optimale Lösung finden und begnüge mich nicht mit so einem lokalen Optimum. So, zweites Beispiel, und zwar Huffman Coding. Ja, auch das ist ein Beispiel für Greedy-Algorithmus. Ja, was machen Sie da? Da haben Sie ein Alphabet. Ich habe jetzt einfach mal hier ein einfaches Alphabet, ABCD. Und mit dem Huffman Coding bauen Sie so einen Codebaum auf, der in Abhängigkeit der Auftrittswahrscheinlichkeit oder Auftrittshäufigkeit der Symbole, beispielsweise bezogen auf einen bestimmten Text, sozusagen aufgebaut wird und dann ein entsprechender Code, beispielsweise als Binärcode hier, dann repräsentiert werden, diese einzelnen Zeichen. Ja, dieser Codebaum, der da entsteht, die Symbole sind die Blätter in dem Baum und der Code für die einzelnen Symbole ist die Kantenbeschriftung von der Wurzel
entlang des Weges bis zum Blatt. Ja, also beispielsweise der Code für das Zeichen D hier, wie es hier steht, ja, ist 0, 1, 0, sozusagen von oben nach unten, entspricht von links nach rechts gelesen. Wenn ich das mache, dann sieht mein Algorithmus immer so aus. Ja, ich baue zunächst mal irgendwie einen Baum auf mit den einzelnen Symbolen des Alphabetes. Ja, das sind jetzt beispielsweise hier A, C, D, B. Dann habe ich irgendwie eine Auftrittswahrscheinlichkeit. Das bezeichne ich dann meistens immer als Gewicht. Das heißt, jeder Knoten bekommt ein bestimmtes Gewicht. Ja, und solange ich noch keinen vollständigen Baum habe, ja, da nehme ich die beiden Knoten mit dem geringsten Gewicht. Das ist sozusagen wieder unser Greedy-Ansatz, ja, kleinstes Gewicht. Ja, ich verbinde die beiden zu einem Teilbaum. Ja, das soll das hier sein, Build Tree aus den beiden Knoten L0, L1 oder aus den beiden Bäumen L0, L1. Mache einen neuen. Der bekommt sozusagen die Kantenbeschriftung von L0, 1 zu L0, bekommt die 0. Die andere Kante bekommt den Wert 1. Und das Gewicht dieses Knotens ist halt die Summe der Gewichte der beiden nachfolgenden Knoten. So, das sieht dann wie folgt aus. Ja, also wenn das jetzt beispielsweise mein Alphabet ist, von A1 bis A8, ja, dann nehme ich die beiden mit dem kleinsten Gewicht. Das sind A7 und A8 mit einer Auftrittswahrscheinlichkeit von 0,04. Ich könnte auch die absoluten Häufigkeiten nehmen, wenn ich irgendwie einen Text habe. Also die dann mit der geringsten Häufigkeit. Setze die beiden quasi zu einem neuen Knoten zusammen. Der bekommt als Gewicht die Summe der Gewichte der beiden einzelnen Knoten. Ja, und so baue ich jetzt schrittweise auf. Ja, in dieser While-Schleife würden jetzt wieder die beiden nächsten ausgewählt werden. Also die beiden wären jetzt raus hier, ja, weil die habe ich schon eingebaut. Ja, A6 mit 0,05 wäre jetzt sozusagen der nächste Knoten, den ich dazu nehmen würde. Es entsteht ein neuer Knoten. Der hier, ja, der ist dann auch raus, den muss ich auch nicht mehr betrachten. Dafür sind dann aber jetzt zwei neu, ist der Knoten jetzt neu dabei, ja, den ich jetzt mit berücksichtigen muss. Jetzt habe ich irgendwie die Alternative. Ja, jetzt könnte ich den nehmen und einen von diesen beiden. Ja, und um die Bäume ein bisschen flacher zu halten, ist es jetzt ratsam, diese beiden zu nehmen, die wir bislang noch nicht hatten. Also würden wir dann irgendwie so machen, die malen wir da irgendwo hin. Da entsteht dann das hier und so weiter und so fort. Ja, das müssten Sie irgendwie aus dem letzten Semester noch kennen. So entsteht halt schrittweise so ein Baum. Ja, und dann schreibe ich da irgendwann Nullen und Einsen dran. Und das ist dann entsprechend der Code für mein Alphabet. Ja, beispielsweise der Code für das Zeichen A1 wäre jetzt einfach eine 1. Und der Code für das Zeichen mit einer geringen Auftrittswahrscheinlichkeit, wie beispielsweise hier A8, ja, das wäre die 00001. Ja, auch das ein Beispiel für diese Greedy-Strategie. Genau, und da kann man auch nachweisen, dass dieser Algorithmus unter gewissen Rahmenbedingungen auch eine optimale Lösung darstellt. Ja, vergleichen kann ich dann so einen Code mit dieser mittleren Codewortlänge. Da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Generell kann ich das einsetzen bei Optimierungsproblemen. Ja, wenn ich irgendwie eine feste Menge von Eingabewerten habe. Es gibt eine Menge von Lösungen, die irgendwie aus diesen Eingabewerten zusammengesetzt sind. Und diese Lösungen lassen sich schrittweise aus partiellen Lösungen durch Hinzunahme von Eingabewerten oder von Werten aufbauen. Genau, und was wir auch brauchen, irgendwie eine Bewertungsfunktion, dass wir sozusagen diese Gierigkeit auch ausleben können. Ja, möglichst gut, möglichst günstig, was auch immer. Und suchen tun wir eigentlich immer eine optimale Lösung. Das heißt, häufig ist es so ein Optimierungsproblem. Ja, wir wollten den besten Code ermitteln, eben gerade. Ja, optimalen Code, um Zeichen binär zu kodieren. Ja. Gucken uns noch ein Beispiel an, und zwar das folgende. Wir möchten gerne ein Kommunikationsnetz optimieren. Das heißt, wir haben eine Reihe von Kommunikationsteilnehmern, irgendwie mal hier so als Punkte skizziert, also eine endliche Zahl von Kommunikationsteilnehmern. Wir haben die Möglichkeit, dass diese Teilnehmer direkt miteinander kommunizieren können oder auch indirekt. Ja, indirekt, ja, keine Ahnung. Irgendjemand erzählt es mir und ich erzähle es dann wiederum weiter. Ja, dann so kommt sozusagen, ja, wenn mir Person A was erzählt,
Ja, wenn A beispielsweise, nee, nehmen wir A ist ein schlechtes Beispiel, der ist ja vollständig hier. Habe ich hier gar nicht, hier kann jeder mit jedem direkt. Muss nicht immer so sein. Also jeder Knoten kann mit jedem anderen kommunizieren. Wenn ich jetzt hier beispielsweise noch einen Knoten dazu male und der ist nur mit dem verbunden, ja, dann könnte jetzt A, B, C, D, E, F müsste das sein. Ja, dann könnte A mit F dennoch kommunizieren, müsste dafür aber über C gehen. Ja. So, dann gibt es Kosten. Ja, also jede Kommunikation erfordert Kosten. Ja, das ist hier einfach angedeutet durch einen Integerwert. Ja, beispielsweise die Kommunikation zwischen A und C kostet 1. Und die Kommunikation zwischen A und B, die mögen sich wohl irgendwie nicht so oder keine Ahnung. Da liegt ein Gebirge dazwischen, was auch immer. Ist halt einfach teurer. Ja, kostet 7. Und wir möchten jetzt gerne, das ist sozusagen die Zielstellung, wir möchten eine möglichst günstige Vernetzung haben. Wir möchten, dass jeder mit jedem kommunizieren kann. Und ich möchte aber möglichst wenig Geld ausgeben. Ja, stellen Sie sich vor, beispielsweise diese Verbindungslinien hier, das sind Kosten für den Bau dieser Leitung oder auch Bau und Unterhaltung dieser Leitung. Ja, und wenn ich jetzt mal hier schaue, man sieht auf den ersten Blick, fast auf den ersten Blick, ja, die Verbindung zwischen A und D, ja, ist mit 10 unheimlich teuer. Aber um zu erreichen, dass beispielsweise A mit D kommuniziert, könnte A ja auch über C gehen. Dann hätte ich sozusagen eine Kosteneinheit plus 8 Kosteneinheiten, dann bin ich bei 9. Und 9 ist immer noch günstiger als 10. Ja, also im Prinzip diese Kante, die ist da zwar, ist schön, dass sie da ist, dann können die direkt kommunizieren, aber erforderlich ist sie nicht. Das heißt, wir möchten gerne eine möglichst günstige Vernetzung haben, ja, das Netzwerk so auslegen, dass jeder mit jedem beispielsweise telefonieren kann. Ja, das heißt, stellen Sie sich das vor, das sind irgendwie Vermittlungsstationen und sozusagen die Netzkosten sollen möglichst gering sein. Das ist das Ziel. Also das ist tatsächlich ein Problem, ja, was so ein Kommunikationsdienstleister in der Tat hat, wie die Telekom. Ja, und natürlich modellieren wir das als Graph. Ja, und jetzt überlegen wir uns, wie wir das Problem lösen können. Ja, und auch das wird ein Beispiel sein für diese Greedy-Strategie. Ja, kostenzulässiger Lösung. Natürlich ist das hier eine zulässige Lösung. Ja, wenn ich jetzt einfach sozusagen diese Kanten, alle Kanten, die hier oder alle Verbindungen, die dieser Graph hier prinzipiell bietet, ja, das ist ja hier ein vollständiger Graph, jeder ist mit jedem anderen verbunden. Die Kosten, die da entstehen, das ist einfach die Summe der Kosten aller Kanten. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das genau 55. Ist natürlich eine zulässige Lösung. Zulässig heißt jetzt, jeder kann auch tatsächlich mit jedem anderen kommunizieren. Auch das wäre eine zulässige Lösung. Ja, hier sind jetzt sozusagen die Kanten orange eingefärbt, die ich tatsächlich benötige, um eine zulässige Lösung darzustellen. A kann mit B direkt kommunizieren, mit E direkt kommunizieren, mit C nicht direkt, aber über den Weg von B oder über den Weg von E komme ich halt zu C. Das heißt, die Kommunikation zwischen A und C ist auch gesichert. Ja, und so gilt das für jedes Knotenpaar hier. Ja, jedes Knotenpaar kann entweder direkt oder indirekt miteinander kommunizieren. Kosten dieser Lösung wäre 23. Ja, und tatsächlich notwendig, das hier. Ja, auch das ist eine zulässige Lösung. A kann mit C, A kann mit E, A kann mit B, A kann mit D. Ja, ich muss halt vielleicht ein paar Kanten mehr besuchen, aber es sind halt die Kanten, die nicht besonders teuer sind. Ja, und auch hier, jeder kann mit jedem anderen kommunizieren, also auch eine zulässige Lösung mit Kosten 12. Auch da gucken wir uns mal so einen Greedy-Ansatz an und das Problem, was wir lösen müssen, ist das folgende. Wenn das meine Kommunikationspartner sind, also mein Graph mit einer Knotenmenge V, wir haben eine Kantenmenge E, wir brauchen jetzt einen bestimmten Teilgraph davon. Und zwar ist das ein sogenannter Spannbaum.
Was ist ein Spannbaum? Ein Spannbaum ist zunächst mal ein Teilgraph. Ja, das haben wir hier so dargestellt gehabt, ja, mit diesem Symbol, Mengeninklusion, wo wir eine vollständige Knotenmenge haben. Das heißt, wir haben alle Knoten des ursprünglichen Graphen. Ja, VB ist gleich V. Die Kantenmenge ist eine Teilmenge der ursprünglichen Kantenmenge. Und B ist ein Baum. Ja, was ist bei so einem Baum der Fall? In dem Baum gibt es keine Kreise. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise das hier, das stellt einen Baum dar. Es gibt keine Kreise. Wenn das beispielsweise könnte die Wurzel sein, dann habe ich das. Ich kann das einfach mal anders einzeichnen hier. Ja, wenn ich das A einzeichne, ich habe das mit C verbunden, ich habe das mit B verbunden, ich habe das mit D verbunden und E hängt hier dran. Ja. Das ist ein Baum. Es gibt keine Kreise. Kreise brauche ich auch nicht jetzt für das Problem, Kommunikationsproblem. Ja, wenn jetzt zusätzlich beispielsweise diese Kante auch noch eingefärbt wäre, ja, die brauche ich nicht, um mein Kommunikationsproblem zu lösen. Ja, wenn ich einen Kreis habe, da gibt es immer zwei Wegmöglichkeiten. Ja, um von A nach B zu kommen, kann ich entweder direkt gehen, ja, oder wenn ich wie eben diese Kante nicht habe, dann gehe ich halt hierher. Also in einem Kreis habe ich für dieses Kommunikationsproblem mindestens eine Kante zu viel, ja, und die macht die Lösung ja nicht günstiger, weil wir haben nur positive Kantenkosten. Ja. So, also das ist das Problem. Wir müssen im Prinzip, wenn wir einen Graphen haben, müssen wir einen solchen Spannbaum ermitteln. Ja. Und wir suchen natürlich jetzt den Spannbaum, der bezüglich dieser Kantenkosten, ja, sozusagen minimale Kosten produziert. Ja, die Kosten sozusagen des Baumes sind einfach die Kosten der enthaltenen Kanten. Ja, und das wollen wir gerne minimal machen. Ja, ganz einfacher Ansatz. Talbaum B besteht aus einem beliebigen Knoten. Wir fangen jetzt beispielsweise hier bei dem Knoten an. Ja, das ist auch ein Baum, bestehend aus einem Knoten. Das ist ein Baum, der noch nicht den ganzen Graphen aufspannt, ja, weil ich kann noch nicht alle erreichen. Ja, und was wir jetzt machen, wir suchen die billigste von B ausgehende Kante und fügen die hinzu. Also vom Ansatz her genauso trivial, wie das eben bei dieser Münzrückgabe war. Ja, nehmen wir in der Tat den Knoten A. Da sei mein Startknoten. So, das ist noch nicht der gesamte Baum. Also nehme ich die günstigste Kante, das ist die Kante mit dem Gewicht 1 zum Knoten C. Ja, von diesen 1, 2, 3, 4 Alternativen nehme ich jetzt die raus, habe dadurch meinen Baum entsprechend ergänzt. Ja, sozusagen das Grüne wird jetzt hier mein Spannbaum. Ich suche jetzt sozusagen ausgehend von diesem Spannbaum, das habe ich hier noch nicht hinreichend genau beschrieben, suche billigste von B ausgehende Kante K zu einem Knoten, der noch nicht zum Spannbaum gehört. Ja, das ist wichtig. Das heißt, ich gucke mir jetzt alle Kanten hier ausgehend von A und von C an, die zu einem der drei anderen Knoten führen. Ja, und in diesem Fall wäre das also diese Kante, die ich mir angucke, diese Kante, die ich mir angucke, diese hier, diese, diese und diese. Ja, und die günstigste davon ist diese Kante mit dem Gewicht 2 vom Knoten C zum Knoten B. Das gleiche würde ich jetzt auch machen. Ich gucke mir alle Kanten an, ausgehend von den Knoten der bisherigen Teillösung. Ja, also ausgehend von hier, von hier, von hier. Ja, und das müsste die Kante sein, die hier zum E geht, ja, mit Gewicht 3. Gucken wir mal. Jo. Passt. So, ich bin immer noch nicht fertig. Es sind noch nicht alle Knoten in meinem Spannbaum enthalten. Auch da nehme ich jetzt wieder die günstigste. Ich gucke mir jetzt quasi alle zu D eingehenden Kanten an. Die günstigste, die ich dabei habe, ist die Kante 6 oder mit dem Gewicht 6 zwischen Knoten B und Knoten D. Ja, und jetzt habe ich meine Lösung gefunden und die Kosten, die da entstehen, sind 12. Also ich addiere jetzt nur hier die grün gefärbten Kanten. Genau. Und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, funktioniert das immer? Liefert dieser Ansatz immer die optimale Lösung? Die werde ich jetzt ein ganz klein wenig zurückstellen, dann gehen wir auch nochmal drauf ein. Das machen wir irgendwie in zwei oder drei Vorlesungen, wo wir uns nochmal so ein paar Ansätze angucken, um hier so einen minimalen Spannbaum zu berechnen und dann auch überlegen, warum das eine richtige Lösung liefert. Ja? Aber sozusagen
Dieser einfache Greedy-Ansatz liefert in dem Fall auch hier die optimale Lösung. Vielleicht noch ein weiteres kurzes Beispiel, Intervall-Scheduling. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mietwohnung oder ein Auto, also irgendeine Ressource, die gebucht werden kann von irgendwelchen Menschen oder von irgendwas auch sonst. Oder Sie möchten eine Maschine belegen zur Fertigung. Und es gibt gewisse Belegungswünsche. Ja, stellen Sie sich vor, Sie alle wollen in eine wunderschöne, ach, Sie wollen irgendwie ein Auto mieten und wollen alle, haben alle individuelle Urlaubspläne. Ja, einer möchte vielleicht in der Woche nach Pfingsten, das sind ja nur 4 Tage, möchte er frei machen, möchte mit dem Mietauto der Hochschule Osnabrück irgendwie an die Nordsee fahren oder an Gardasee. Ja, jemand anders von Ihnen möchte irgendwie im Juli dann mit dem gleichen Auto fahren. Also wir haben eine Menge von Belegungswünschen für eine gewisse Ressource. Wie gesagt, es könnte ein Auto sein, Ferienwohnung, was auch immer. Und wenn Sie so einen Belegungswunsch haben, haben wir da irgendwie eine Anfangszeit. Ja, ich möchte Pfingstmontag losfahren und ich möchte am darauffolgenden Sonntag zurückkommen. Ja, und Ausgabe, so, und wir suchen jetzt im Prinzip einen Belegungsplan der Ressource, der möglichst viele von diesen Belegungswünschen berücksichtigt. Ja, also wenn wir irgendwie eine gewisse Anzahl von Belegungswünschen haben, dann möchten wir gerne möglichst viele davon bedienen können. Das heißt, man kann sich das in etwa irgendwie so vorstellen, ja, wir haben irgendwie 4 Akteure, Paul, Susi, Sepp, Clara und Hans. Das waren die Namen, die mir spontan eingefallen sind, die dann in dieses Feld hier reinpassten. Das sind irgendwelche Zeiteinheiten, Tage, Wochen, Monate, sei ganz egal. Ja, und Paul beispielsweise hat einen Belegungswunsch dieser Ressource für diese Zeit. Ja, was ich hier jetzt nicht eingezeichnet habe, dass beispielsweise Sepp, der möchte zur gleichen Zeit das Ding auch haben. Ja, das heißt, da gäbe es schon mal einen Konflikt. So wie ich es jetzt hier ursprünglich gemacht habe, ist das ja konfliktfrei, wenn ich das richtig sehe, genau. Ja, also irgendwie hier Paul um diese Zeit, Susi möchte dann, das passt gerade direkt im Anschluss. Und typischerweise hat man ja gewisse Überschneidungen bei solchen Belegungswünschen. Ja, haben Sie vielleicht auch schon erlebt, dass so ein Auto oder das, was Sie haben wollen, wenn Sie irgendwas mieten wollen, dass das nicht immer zur Verfügung steht. Ja, Ferienwohnung. Das heißt, wie können wir jetzt möglichst viele von diesen Wünschen bedienen? Auch da gucken wir uns mal ein paar Ansätze an. Auch das machen wir mit diesem Greedy-Ansatz. Generelles Vorgehen wird dabei sein, wir bestimmen jetzt eine Regel für den ersten Belegungswunsch. Ja? Fangen sozusagen mit einem an. Und dann müssen wir alle die irgendwie rausnehmen, ähnlich wie wir das eben bei dem Backtracking mit dem Damenproblem gemacht haben. Ja, es gibt dann Felder, die ich nicht mehr nutzen kann. Und genauso, wenn ich jetzt einen Belegungswunsch ausgewählt habe, ja, dann ist der vielleicht im Konflikt zu anderen Wünschen und die kann ich dann halt nicht mehr bedienen, weil die dann zeitlich parallel sind und ich halt nur eine Ferienwohnung habe. So, wenn ich das gemacht habe, dann wähle ich einen zweiten Belegungswunsch aus, schmeiße wieder die raus, die dazu nicht kompatibel sind und so weiter und so fort, bis ich halt durch bin. So, jetzt gucken wir uns mal verschiedene Strategien an. Und zwar die folgende. Wähle jeweils den als nächstes startenden Belegungswunsch. Das heißt, die minimale Startzeit. Gucken wir uns an. Was passiert da? Stellen wir uns diese Situation vor. Was würde passieren? Naja, minimale Startzeit. Hier unten ist irgendwie die zeitliche Achse abgetragen. Wäre der, ja, irgendwie so ein Dauerurlauber oder Urlauberin, würde bedient werden. Ja, aber diese 4 Anfragen, ob die jetzt von einer oder von mehreren Personen kommen, sei mal dahingestellt, ja, die könnte ich nicht mehr bedienen, weil es halt eine Überschneidung gibt, dadurch, dass ich den auswähle, diesen Belegungswunsch, ja, ich dann die dazu in Konflikt stehenden Wünsche ausschließe, ja, würden die eliminiert werden, obwohl das genau die optimale Lösung wäre. Ja, weil wir haben immer gesagt, wir möchten möglichst viele bedienen. Ja, Greedy würde uns das liefern. Also es war irgendwie nicht so gut. Zweiter Ansatz. Führt nicht zur optimalen Lösung.
Wähle jeweils den Belegungswunsch mit der kürzesten Belegungszeit. Auch das werden wir gleich feststellen, wird nicht funktionieren. Ja, auch hier wäre das der Wunsch mit der kürzesten Zeit. Ja, ich habe hier zwei, die passen auch gut zueinander, sind leider länger. Das wäre die optimale Lösung. Das liefert uns da unten Greedy. Ja, auch das, dieser Ansatz sozusagen führt nicht zur optimalen Lösung. Jetzt wird es schon schwieriger. Wähle jeweils den Belegungswunsch mit der kleinsten Anzahl inkompatibler Belegungswünsche. Das war das Beispiel von eben. Dieser Belegungswunsch des ersten Ansatzes hier. Wir wählen jeweils den Belegungswunsch mit der kleinsten Anzahl. So, der hat Konflikt zu vier anderen Belegungswünschen, nämlich zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. Der wiederum hat nur Konflikt zu einem weiteren Wunsch, nämlich zu dem hier unten. Ja? Die hier hinten, da ist er sozusagen konfliktfrei. Gleiches gilt für den. Ja, da die schön hintereinander weglaufen, gibt es Konflikt mit einem, mit einem, mit einem. Das heißt, diese Strategie würde uns jetzt liefern, einmal die optimale Lösung und genau, das ist dieser Greedy-Ansatz an dieser Stelle. Für dieses Beispiel. Das zweite Beispiel, was wir hatten, passiert genau das Gleiche. Ja, auch hier, die beiden haben jeweils nur Konflikt mit einem. Ja, aber der wiederum hat Konflikt mit zwei. Würden wir eine bessere Lösung rauskriegen. Aber natürlich wieder irgendwie ein konstruiertes Beispiel, wo es nicht funktioniert. Und zwar das folgende. Stellen Sie sich das vor. Wie sieht das hier aus? Der hat Konflikt zu drei. Nämlich zu dem, dem, dem Wunsch. Der hat Konflikt zu 1, 2, 3, 4, ne? Genau, der hat Konflikt zu vier anderen Wünschen. Das schreibe ich einfach mal hinten rein. Diese hier haben Konflikt zu 1, 2, 3, 4. Die haben auch alle Konflikt zu vier Wünschen. Der hat Konflikt zu zwei Wünschen. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4. Ja, das wäre sozusagen, jetzt würde ich die auswählen, entsprechend dieser Strategie. Wähle jeweils den Belegungswunsch mit der kleinsten Anzahl inkompatibler Belegungswünsche. Die optimale Lösung wäre das da oben. Ja, wenn ich diese vier hintereinander nehme, ja, die zueinander passen, ja, weil sie schön hintereinander ablaufen. Greedy würde uns das liefern. Ich habe jetzt einfach nur nochmal die hier grün nach oben markiert, die ausgewählt würden. Das wäre also dieses Dingen, das Dingen und das Dingen. Ja. Das sind diejenigen mit der kleinsten Anzahl inkompatibler Belegungswünsche, würde auch nicht funktionieren. Was aber funktioniert, ist das folgende. Wähle jeweils den Belegungswunsch mit der frühesten Endzeit. Auch hier ein Beispiel. Ja, ich habe hier mehrere Belegungswünsche. Was würde ich jetzt auswählen? Genau. Als erstes den mit der frühesten Endzeit, das ist das mit der Nummer 1. Ja, den würden wir auswählen. Wir würden dann die anderen dazu in Konflikt stehenden Belegungswünsche ausschließen. Das habe ich hier mit so einem Kreuz markiert. Ja, als nächstes würden wir die 3 auswählen. Dazu in Konflikt steht die 4. Die 5, die 7 würde ausgeschlossen werden. 8 ist als nächstes fertig, würde die 9 ausschließen. Und das ist auch in der Tat die optimale Lösung. Das ist die optimale Lösung für dieses Problem. Der Algorithmus dazu sieht irgendwie so aus, auch genauso einfach. Ja, das ist die Menge aller Belegungswünsche. In A sammle ich die erfüllbaren Belegungswünsche und ja, hier sozusagen mache ich eine Schleife letztendlich über diese Menge aller Belegungswünsche. Ja, wähle das aus mit der minimalen Endezeit. Das nehme ich zu meiner bisher gefundenen Lösung hinzu. Lösche alle Inkompatiblen raus und am Ende gebe ich das Ding dann halt aus. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber es lässt sich zeigen, dass mit diesem Ansatz die optimale Lösung erreicht wird. Also, Greedy ist ein ganz interessanter Ansatz, führt aber nicht immer zur besten Lösung. Da muss man sich dann schon Gedanken zu machen, dass da auch wirklich die beste Lösung bei rauskommt. Wie ich es eingangs schon sagte, wenn man gierig ist, sollte man darüber nachdenken, ob das auch immer zielführend ist.